So, und damit herzlich willkommen zurück zu Team Fortress. So, ich hoffe, diesmal klappt es. Ich habe hier ein paar Probleme mit dem Spiel momentan. Also, das läuft nicht alles wie geplant. Ich musste eben die Einstellung ein bisschen runterstellen, damit es nicht laggt. Und dann hatte ich auch noch Probleme mit der Aufnahme. Ich hoffe, jetzt ist alles in Ordnung. Ah, klar. Das war nicht mal der Heavy, der mich getötet hat. So, genau, jedenfalls, jetzt haben wir den neuen Vertrag und was auch noch interessant ist, wir haben jetzt dieses Jetpack hier, den Thermal Thruster. Aus irgendeinem Grund ist der gerade deaktiviert bei mir. Ich verstehe nicht warum. Ich probiere mal ganz kurz, ob das irgendwie am Flammenwerfer liegt. Ob es dann vielleicht mit dem normalen Flammenwerfer geht. Er guckt da unten rechts, da steht jetzt Disabled. Und ich verstehe nicht, warum das Disabled ist. Ich kann auch nicht Space drücken oder irgendeine Taste, zumindest keine, die ich wüsste. Das ändert alles gar nichts. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm. Obwohl, ich habe Punkte gekriegt. Wofür kriege ich denn eigentlich Punkte gerade? Score Points. Extinguish a Teammate, also lösche ein Teammate und blast Enemies. Okay, also wegblasen. Mit dem Thermal Thruster. Also mit dem Jetpack. Warum ist das denn disabled? Das verstehe ich halt nicht ganz. Also das verstehe ich wirklich nicht. Ich hab's ja equipped, also irgendwie. Weil da steht ja auch nicht, warum es disabled sein könnte. Vielleicht finden wir das noch heraus. Hoffentlich. Okay. Bin gerade noch etwas überfordert. Man mag es mir vielleicht verzeihen. Das ist wieder ein Server mit 10 Pyros von 12 Leuten. Okay, spannende erste Runde. Die Hälfte davon habe ich damit verbracht, das Spiel zu fixen. Egal. Die nächste wird jetzt besser und dann gewinnen wir die Runde noch. Ich gebe mich optimistisch. Ich dachte gerade schon, das Spiel wäre wieder hängen geblieben. Dann hätte ich jetzt aber im Strahl gekotzt, ey. Ich weiß echt nicht, warum das Jetpack disabled ist. Beziehungsweise, wie würde ich das denn nutzen? Ich drücke gerade mal so ein paar Tasten. Ah, ich muss es ausrüsten. Ja. Hätte man drauf kommen können, doch. Oh mein Gott. Lol. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich bin erstmal weg hier. Ich vermute, ich kann es mit Muni auffüllen. Ah ne, es füllt sich über Zeit auf. Interessant. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich jetzt hochfliege und wie weit. Und ob ich lenken kann oder nicht. Aber das finden wir jetzt noch raus. Jetzt, wo ich kapiert habe, wie man es macht. Hätte man auch drauf kommen können, dass ich es ausrüsten muss. Ich dachte halt, es wäre wieder falsch beim Soldier, dass ich einfach irgendwie Leertaste drücken könnte und dann ist es halt aktiviert. Aber offensichtlich nicht. Jetzt probieren wir mal. Das war einfach Linksklick. Okay, Linksklick macht so einen direkten Vorwärtssprung. Rechtsklick macht scheinbar das Gleiche. Gut zu wissen. Das heißt, man kann nicht so wirklich lenken, sondern man muss einfach hoffen, dass irgendwo in der Entfernung vor sich ein Ziel steht. Ja, ich habe ganz vergessen, dass ich ja den normalen Flammenwerfer habe und nicht mehr die Dragon's Fury. Ja. Okay, Blast Enemies, da haben wir jetzt zumindest einen Punkt. Ich verstehe das doch richtig, dass das runterwerfen heißt, ja? Bin mir nicht ganz sicher. Mein Englisch ist doch nicht so gut. Scheiße. So. Jetzt probiere ich nochmal diesen Thermal Thruster. Okay, also mit Leertaste alleine funktioniert nichts. Ah, guck mal. Das ist ja interessant. Es dauert leider ewig, den auszurüsten und wieder wegzurüsten. Das Einzige, was mich so richtig nervt. Cool, eine Banane. Ist das das neue Sandwich? Banana for Scale. Okay. Jetzt sterbe ich am Fallschaden. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Okay, wir können ja mal unser Kart hier ein bisschen vorantreiben. Haben wir unbegrenzt Leben? Ich weiß das gar nicht. Fährt gerade das Gegner-Kart vorbei. Lol. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt unter Wasser nicht das Ding auslösen konnte oder ob das einfach so lange gedauert hat. Was ich aber mal machen möchte, ist, ich will wieder die Dragon's Fury ausrüsten.
Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass das einfacher ist, aber es ist zumindest interessanter. Und das Tor da geht übrigens nur auf, wenn der Zug in der Nähe ist. Also müsst ihr warten, bis der Zug einigermaßen angefahren kommt und dann geht das auf und dann können die da auch rausgehen. Ja, jetzt zum Beispiel, wie man hört. So, wo ist denn unser Kart? Da ist das. Es geht scheinbar an zwei Stellen durchs Wasser. Das habe ich bisher noch gar nicht so realisiert. So, und unser Team konzentriert sich zu wenig darauf, das Kart zu pushen. Leider. Ja, komm schon, Kart. Ja, ich sehe dich, Mr. Pyro. Aber treffen ist eine ganz andere Geschichte, ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Oh, okay, ich habe die Heilung bekommen, aber es bringt mir nichts. Ich hoffe, das Kart fährt doch nicht wieder zurück. Also es rollt nicht wieder runter. Nee, scheinbar nicht. Das ist gut. Sieht man ja immer unten an der Strecke, da wo die Pfeile sind, da rollt es zurück. Und ansonsten nicht. Da wo die Gegner gerade sind, da rollt es zurück. Das ist schön. So. With the Thermal Thruster. Ist der Thermal Thruster jetzt wirklich? Wie kann ich denn damit einen Teammate löschen? Das würde mich mal interessieren. Muss ich auf den draufspringen und dann ist der gelöscht, oder was? Ja, das kann ich auch, Mr. Cooler Pyro. Ja, jetzt ist mein Gas leer. Okay, da muss ich noch drauf klarkommen. Eine Banane, geil. I love bananas. Banana Mister irgendwas. Es gibt doch diesen Bananasong. Ich weiß aber nicht mehr, wie der geht. Come, Mr. Taniba, Tanimi Banana. Oder irgendwie so. Es war so ein Song, den früher die Sklavenarbeiter auf den Bananenplantagen gesungen haben, um ihre Arbeit spannender zu gestalten. Und ich glaube, Bananenernten ist auch gar keine so dankbare Arbeit. Ha, nice. Das war ein nicer Move. So, jetzt will ich gerne einfach hier weg. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Shit. Guck mal, der hat schon sein Weihnachtssöckchen rausgehängt. Bereitet sich schon mal vor auf Weihnachten. So. Also bisher sieht es ja für die Gegner besser aus, aber zum Glück bleiben die ganze Zeit an dieser Stelle hier hängen. Weil das natürlich auch direkt bei uns am Spawn ist. Und da unser Team nicht weiterkommt so wirklich, ist das schon verständlich. Ja, wie gesagt, mein Aim ist heute super. Ja. Meine Aufmerksamkeit auch. Ich wusste gar nicht, kommt der Zug aus beiden Richtungen? Ja, muss ja. Bisher war ich immer in dem Team, wo der Zug herkam und jetzt ist er irgendwie aus der Gegenrichtung gefahren und ich war total verwirrt. Die Richtung habe ich nicht geschaut. Oder zu spät. Ja, das war nicht das Item, was ich wollte. So, wo haben wir dich, Mr. Pyro? Gut, tötet mich erstmal halb. Das finde ich sehr berechtigt. Ja, what the fuck? Hallo Aiming. Ich verstehe gar nicht, warum ich hier zwischendurch Health bekomme. Legt der Heavy hier mir seine Bananen hin, oder? Burn, burn, burn. Ja, und die sind jetzt quasi schon am Ende. Wenn der Zug jetzt über dieses Kart drüber fährt, dann ist die Runde vorbei. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt in einer der letzten Runden, aber sicher ist sicher. Deswegen sollten wir jetzt dringend mal unser Kart pushen. Ich glaube, der Helm ist neu. Den habe ich noch nicht gesehen bisher. Erinnert mich so ein bisschen an Bioshock. Wahrscheinlich einfach, weil ich Bioshock so mag. So. Jetzt probieren wir nochmal mit dem Teil zu arbeiten. Und tschüss, ihr Luschen. Naja, so mehr oder weniger. Warum gehe ich überhaupt den weiten Weg? Ich kann ja auch einfach von uns aus direkt hier hingehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. Der lädt sich zumindest ziemlich langsam auf, dieser Thermal Thruster. Ich weiß noch nicht, ob ich das so mag. Warum habe ich den nicht getroffen? What the fuck? Ja, zumindest bin ich über die Steigung drüber mit dem Kart. Das ist ja schon mal was. Ja, unsere KD ist nicht so gut. Aber erstaunlicherweise haben wir ganz gut Punkte gemacht in dieser Runde. Es wundert mich ja fast ein bisschen, was,
Machen die hier Kaffeekränzchen oder? Ja. Weil man muss ja nicht immer kämpfen, ne? Manchmal kann man auch einfach ein bisschen abhängen. Jetzt bin ich schon wieder halb tot. Schäm dich, Mr. Demo. So, jetzt versuche ich doch einfach mal hier lang zu gehen. Ich kenne die Map noch nicht perfekt. Ich vermute, es geht hier irgendwo lang. Ja, guck mal. Guck mal, wie gut ich das kombiniert habe. Jetzt müsste ich nur noch aufpassen. Boah, ist das eine knappe Kiste. Es ist so viel Pyro-Power momentan. Aber jetzt habe ich das Gefühl, läuft das Spiel auch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die Einstellung jetzt runtergestellt habe oder ob das nur Zufall war, dass es jetzt besser läuft, aber es ruckelt nicht mehr so viel, das ist schön. Ja, natürlich wieder keinen getötet. Und trotzdem habe ich Punkte bekommen und ich verstehe nicht wofür. Weil für Schaden an sich kriege ich ja keine Punkte. Verstehe ich wirklich nicht ganz. Aber es soll mir recht sein. So. Okay, das ruckelt doch schon wieder ein bisschen. So, jetzt springen wir mal auf den Zug auf vielleicht. Nein, vielleicht sind wir auch einfach zu dumm dafür. Das kommt davon, wenn man es zu eilig hat. Okay, das ist gut. Jetzt, ich wollte nämlich die Heilung haben. Aber es hätte gut sein können, dass der Typ mich getötet hätte. So, ich muss mich trotzdem voll heilen, denn mit 110 HP bin ich so ein leichtes Opfer. Muss mich nur einer zweimal mit der Dragon's Fury treffen und ich bin weg. Gefühlt zumindest. Ach, da ist der Typ, den habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich könnte wirklich ein bisschen Heilung gebrauchen und hier ist welche. Praktisch. Durchaus praktisch. Oh, genau, und dann kommt da noch ein Heavy an. Bitter. Echt bitter. Ich mag die Map. Die ist schön. Die hat einfach so ein sonniges Gemüt. Da geht es einem direkt besser. So. Nur was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, wie man mit diesem scheiß Jetpack arbeitet. Kann ich da vielleicht irgendwie... Ich kann das nicht beschleunigen. Also ich kann nicht vorher schon in die Richtung boosten, sondern ich muss wirklich diese eine Sekunde warten. Oder wie lange das dauert, bis man da erstmal loskommt. Ah, shit. Ich komme echt nicht dazu, das zu testen. Fucking Jetpack. Finde ich aber eigentlich ganz cool, dass sie das so gelöst haben. In Form von diesen Verträgen, dass man damit die neuen Waffen kennenlernt. Das finde ich wirklich gut. Also hat am Anfang jeder die Chance, das zu testen. Und am Anfang wissen die anderen es halt auch noch nicht wirklich viel besser. Das heißt, da macht jeder die Fehler. So mehr oder weniger, zumindest. So, ich bin schon wieder nicht halbtot, sondern so gut wie tot. Und jetzt ist mir was aufgefallen, dass man die Schüsse zurückschießen kann. Das wusste ich überhaupt nicht. Man kann die Dragon's Fury-Schüsse zurückschießen als Pyro mit seinem Airblast. Das hätte ich auch mal früher checken können. Ganz ehrlich. Shit. Ich mag diese Maske immer noch. Sieht aus wie so ein Indianer-Häuptling. Ein Amazonas-Indianer. Eigentlich eh relativ interessant. Diese indigenen Stämme, die teilweise noch im Urwald leben irgendwo. Und nicht mal Kontakt zur Außenwelt haben. Und die dann leider manchmal getötet werden, wenn so zufällig ihr Stück Dschungel zerstört wird. Ja, keine so schöne Geschichte. Aber es ist auch keine schöne Geschichte, dass wir hier gerade verlieren. Um mal einen guten Übergang zu leisten. Wo ist denn eigentlich unser Kart? Das steht da hinten, lol. Müssen wir ja quasi einmal über die ganze Map laufen hier. So. Sind wir, glaube ich, an der Stelle, wo vorhin wir die Gegner immer platt gemacht haben. Ja, okay. Hat sich richtig gelohnt. Hier werden sie mich nie finden. Eigentlich, jetzt kann ich doch mal... Ne, jetzt kann ich das Jetpack nicht mehr ausrüsten. Schade.
Sonst wäre ich jetzt ein bisschen in Richtung Meer geflüchtet. Ach, ist das eine schöne Aussicht. Gut, dann war es das für diese Runde. Warum ist der Sound gerade weg? Okay, keine Ahnung. Jedenfalls, das war's für diese Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.